Willkommen zurück zur weiteren Folge Minecraft, nächsten Tag in der Folge 352. Und ja, letzte Folge haben wir vier von diesen Gefängnisdingern gebaut. So, wir können hier doch mal gerade was wegschmeißen. So, Bricks brauchen wir auch gar nicht mehr so viele. Können wir auch wegtun. Genau, und jetzt nehmen wir noch hier diese paar Glas mit, die jetzt in den 2 Sekunden geschmolzen sind. So, das heißt, wir hätten jetzt für diese zwei Plattformen fertig. Das heißt, wir bauen jetzt für diese zwei. Das heißt, wir sind jetzt wieder hier. Und dann gehen wir einfach gerade mal hier hin. Und gucken, da ist einmal. Das ist einmal der Bereich. Sehr gut. Den wir ausarbeiten dürfen. Oh, guck mal, da ist schon wieder ein Slime runtergefallen. So, eine Fackel da oben hin, dann können wir hier schon mal zubauen und wir können hier unseren Golem hinspawnen. Warte mal, jetzt machen wir so, genau. Und dann setzen wir doch den Sand dahin. So, weil wir ja nicht, fliegen kann. Genau, gehen wir so an, dann gehen wir wieder hier hin und zwar sind wir da. Oh, hier habe ich Chased. So, sind wir auf derselben Höhe, ja, müssten wir eigentlich. Also mit Haste ist das schon nicht schlecht. Aber da muss man aufpassen, dass man hier guckt, da habe ich schon wieder zu viele Blöcke abgebaut. Ah, nö. So, da können wir das so bauen, ist egal. Guck mal da. Dann bauen wir hier wieder. Das geht zum Glück ziemlich zügig. Und so. Oh. Also, ja. Die sind doch gleich hoch. So, jetzt wollen wir doch mal hier gucken. Und zwar sind wir hier, dann sind wir wieder da. Da ein 3x3 Feld. Und dann eins weiter runter. Das ist doch gut. Guck mal, hier können wir doch. So, zapp, zapp. Und dann haben wir doch schon wieder eine Etage fertig. Ah ne, warte, wir müssen erstmal rausspringen. So, jetzt müssen wir nur noch eins bauen. Nur noch eins. Wäre schön. Dann sind wir hier zu Hause. Genau, und zwar sind wir da, 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 da und da. So, guck mal, da haben wir doch. Haben wir doch jetzt gleich. Ah ne, ich muss es da und da zu bauen. Zap, zap und. Guck schon wieder. So. Da ist doch das Bohren-Etage fertig. Gut. So, das heißt, wir haben jetzt für hier diese zwei Plattformen. Das heißt, wir müssen für die und für die hier. Das heißt, wir bauen jetzt quasi einmal da, 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 genau hier. Oh Mann, hier habe ich keinen kein Effekt. Das Eisen. Wollen wir es mitnehmen? Nö, eigentlich nicht. So, 1, 2, 3. Doch. Da setze ich gerade noch das Glas dahin. Und dann hätten wir das da auch schon gemacht. So, warte mal, können wir gerade noch eins hochgehen. Gehen wir gerade hier rüber.
Und dann sind wir hier zu Hause und zwar genau da und da. Und da. Guck mal, da haben wir doch schon wieder einen Stein rein. Müssen uns auch gleich nochmal ein bisschen Eisen, bisschen Eisen sage ich schon, holen. Bis ja Eisen. Ja, Eisen haben wir noch genug. Bisschen Glas. Oh, jetzt kommen wir wieder nicht raus. Doch, hat funktioniert. Und so, weil wir jetzt kein Glas mehr haben, müssen wir hier so runter. Mach weg. So, Glas. 20. 45. So, jetzt haben wir wieder genug Glas. Dann können wir wieder nach oben. Also ich glaube, so 86 Glas waren schon ein bisschen übertrieben. So, warte mal, da müssen wir, warte mal, dann, doch, sind wir hier, hier, hallo, da richtig. Und so, wir sind dann da wieder und dann ist das da. Und noch eins tiefer. Und hier die Blöcke auch weg. Also mit Haste schon besser, muss man sagen. Dann Eisenblock, Eisenblock. Dahin. So, dass da nichts reinspringen kann. Aber wir müssen erstmal hier hoch. Erstmal hier hoch. Ich bin mal gespannt, ob das reicht so, ob ich nicht eins doch zu tief bin, aber. Naja, so, wir haben schon wieder keinen Platz mehr. So, wir bauen hier mit. Mit Glas, nicht mit Eisen. Und dann gerade hier den Eisengolem und fertig. So, guck mal, jetzt haben wir schon wieder zwei Plattformen fertig. So, ist jetzt so die Frage, wir haben jetzt fertig die hier. Das heißt, wir müssen für die und für. Warte mal, für. Die und für die, ja doch, da müssen wir genau hier hingehen. Ah, hier müssen wir genau ein Ding sein. Das heißt, den machen wir zuletzt. So, wir müssen dann hier hin, genau. Und zwar auf diese Höhe. In diese Höhe, genau. Und müssen so schon mal, können wir schon mal bauen. Und, fertig. Fertig ausgebaut. Eisengolem hier, Eisengolem dahin und das dahin und das dahin. Das wollte ich nicht. Naja, da setzen wir jetzt gerade mal kurz den Eisen, den Glasblock. Nein, nicht dahin, sondern dahin. Tschüss, Glas. Ich brauche ich nicht mehr. Wenn du so weit runterfällst, dann. Ist's vorbei. So, das können wir auch abbauen. Gehen wir gerade hier hinten in die waldentfernte Ecke. So, und zwar können wir hier auch da, und zwar sind wir da zu Hause. Noch dann nicht. So, haben schon wieder ein Stack abgebaut. What? Naja, gut. Dann Glas dahin, dann Glas dahin, dann Glas dahin. Habe ich nicht vielleicht einen angefangenen? Ne, habe ich nicht. Ich dachte, ich hätte vielleicht einen angefangenen Stack Eisen. Ne? Aber nee. Ja, nur vier Kohle. So, und dann die letzten zwei noch. Das ist schön, wenn man so einen Rhythmus hat, den man beibehält. So, und zwar ist das die
die Plattform, genau. Ja. Nein, ich hab kein Haste mehr. Jo. So, das, das, das und das. So. Warte mal, wir haben jetzt quasi ein Stack. Warte mal, ich mach das mal so. Hier können wir gerade mal zubauen. Wir haben jetzt ein Stack an Eisenblöcken gebraucht, so, und wir bauen hier mal zu. So. Ne, da war noch eine Lücke, das habe ich genau gesehen. So, dann sind wir zu Hause hier. Das heißt, wir sind hier, da, da, da. Da und da und da und hier. Und können dann einmal hier Fackeln setzen, genau. Der eine oder andere sagt, es wäre jetzt doof gewesen, dass ich hier einfach zugebaut habe, aber so habe ich auf jeden Fall schon mal die Blöcke zu. So, wir brauchen einmal Glas hier, einmal Glas da und einmal Eisengolem hier. Und das war's. Das ist das letzte Mal, dass wir Eisengolem platziert haben hier. Wunderbar. So ist jetzt auch die Frage, theoretisch ist ja gut genug ausgeleuchtet, denke ich mal. Ich hoffe es zumindest mal. Das heißt, wir könnten eigentlich hier dieses Gefolgs mitnehmen, weil hier hochkommen tun wir jetzt eigentlich nicht mehr. So. Gefoldings weg, Steine weg, Glas weg. Nehme ich noch die Erfahrung, weil dann können wir wenigstens noch das so mitnehmen. Das so. Ja, das können wir gleich die Schalkerkiste einfach dahinstellen und leer machen. Leer machen, saugen lassen. Ja. Wo haben wir denn eigentlich unseren... Warte mal, das können wir mitnehmen. Das heißt, wir sind jetzt quasi, also nicht fertig, aber wir werden unsere nächste Folge vorbereiten. Wo ist denn unser Eingang? Da ist unser Eingang. Hallo, lass mich durch. Werden dann nächste Woche... Ah, guck mal, hier sind wir zu Hause. Das heißt, hier können wir quasi mal ein bisschen größer bauen, dass ich weiß, oh, hier geht's lang. Und dann gehen wir hier einmal hoch. Jo. Und so, es ist Nacht. Haben wir ein Bett. Wir haben ein Bett sogar dabei. Dann legen wir uns noch mal kurz da rein. Oh, guck mal, den Zombies. Ah, der Eisengolem, das ist doch so ein bisschen doof und nervig. Gucken. Ein Zboom, ha? Was geht da ab? So, wir haben hier gar nichts. Doch, wir haben hier 9 Steine. 10 Sachen. So, dann können wir jetzt, warte mal, wir können ja mal so machen. Dann können wir nämlich die abbauen und die abbauen. Dann müsste doch hier genau hier eine leere drin sein. Dann ist die voll. Und die ist voll. Und da tun wir mal einfach hier diese. Die ist nämlich auch voll. Die ist auch voll. Die ist auch voll.
Und die ist auch voll. Tun wir einfach mal dahin. Da kann der nämlich jetzt wieder hier ein bisschen sortieren. Ich würde sagen, was haben wir denn jetzt hier? Eine Rose. Interessant. Die Rose, die platzieren wir gerade mal hier oben hin. Wir holen uns noch mal ein bisschen Honig. So, aber haben wir schon. Noch mal 4 Blöcke geholt, wunderbar. So, haben wir noch mal 2 Blümchen. Ah, ne, es sind keine 2 Bienchen draußen. Schade, dann müssen wir warten, bis 2 Bienchen draußen sind. Müssen das mal per Glück erhaschen. Warum ist da ein Kürbis? Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wenn es dir gefallen hat, lasst uns eine positive Bewertung da oder ein Abo. Bis dann. Ciao, Leute.